Für mein Nasdaq-Video vom letzten Wochenende gab es viel Lob, aber auch Kritik. Lob gab es für den Inhalt, also das Video an sich, Kritik für den Titel. Nasdaq Crash voraus war dann doch für einige von euch etwas zu aggressiv. Fakt ist, dass der Nasdaq sportlich bewertet ist, weil einige wenige im Nasdaq übergewichtete Tech-Aktien den Index nach oben gezogen haben. Auf der anderen Seite gehören genau diese Tech-Aktien zu den erfolgreichsten Unternehmen, in die man investieren kann. Deshalb schauen wir uns jetzt in diesem Video mit Alphabet, Amazon und Meta drei weitere Tech-Giganten an. Wo lohnt sich der Einstieg noch? Und ihr habt euch das ja auch gewünscht. So soll es entsprechend sein. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und an der Stelle sage ich auch immer noch ganz wichtig, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Gehen wir jetzt erstmal nochmal in den Nasdaq rein, schauen uns mal an, was passiert ist. Er hat ja korrigiert dann in der letzten Woche. Dafür gehen wir jetzt hier in die Indexprofile und alles, was ich jetzt mache, das könnt ihr auch machen. Und zwar völlig kostenlos, einfach nur registrieren, wenn ihr nicht Mitglied seid, müsst ihr nichts bezahlen. Dann könnt ihr genau das tun, was ich jetzt tue. Und zwar gehe ich jetzt hier in den Nasdaq rein. Gucken wir uns mal ganz kurz die Performance an hier. Vergleichsindizes brauchen wir nicht. Und dann gehen wir mal kurz hier to date. Und dann sieht man hier schon mal die Korrektur. Man kann hier noch ein bisschen näher reinzoomen. Und dann sieht man hier in der letzten Woche, das Video habe ich am Nasdaq-Video habe ich am 15. gedreht, Juli. Und jetzt haben wir den 20. Und in der Zwischenzeit hat der Nasdaq 750 Punkte korrigiert, beziehungsweise um 4%. Ist jetzt immer noch eine übersichtliche Korrektur, also man sieht das Ganze hier. Jetzt haben wir ein KGV von um die 35, letztes Wochenende waren es noch um die 37. Auch hier könnt ihr ja reinzoomen, dann seht ihr hier die kleine Korrektur und dass das KGV ein bisschen nach unten gegangen ist. Wenn man wieder zurückzoomt, seht ihr aber, dass er immer noch sportlich bewertet ist. So viel zur allgemeinen Lage und insgesamt finde ich aber gerade gestern war ja der Tech-Super-GAU übrigens mit dem Microsoft-Update, wo dann schadhafte Software von CrowdStrike mit ausgespielt wurde, was zu einem Bluescreen geführt hat und zu massiven wirtschaftlichen Schäden in vielen Unternehmen durch den Ausfall dann der IT entsprechend. Das hat der Nasdaq eigentlich ziemlich gut weggesteckt. Ich vermute mal, dass es deshalb war, weil der eigentliche Bug relativ schnell behoben wurde. Gut. Jetzt gehen wir mal in die einzelnen Aktien rein. Ach, das sieht man ja hier, was die Qualitätsaktien sind. Apple, Microsoft, Nvidia haben wir ja im letzten Video bereits besprochen. Und jetzt gucken wir uns Amazon, Meta und Alphabet an. Fangen wir mit Amazon an. Gehen wir in den Aktienfinder rein und suchen uns mal Amazon aus. Amazon ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte. Man sieht das Ganze hier auch schon rein fundamental. Was hier interessant ist, ist, die Margen sind auf Allzeit hoch. Das seht ihr hier, die operative Marge. Es steigen jetzt also nicht nur die Umsätze, sondern es steigen auch die Margen. Was treibt die Margen an? Das sind drei Gründe vermutlich. Zum einen hier ist Amazon effizienter geworden im Kerngeschäft, Onlinehandel, das heißt Fulfillment Center insbesondere, also der ganze Prozess, der dann auch am Versand hängt. Es gab ja Überinvestitionen im Zusammenhang mit Corona, was man ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Und das hat man aber korrigiert und ist jetzt wieder sehr effizient unterwegs. Das andere, das ist natürlich, dass AWS einen immer größeren Anteil ausmacht an den Gesamtumsätzen Amazon Web Services, jetzt schon 16%. Das seht ihr hier, wie das wächst. Und das ist deutlich höher margig als das klassische Geschäft mit dem Onlinehandel. Dann haben wir hier noch Advertising Services, Werbegeschäft ist auch höher margig als der Onlinehandel und der macht, oder dieses Geschäft macht auch zunehmend mehr vom Gesamtumsatz aus. Also es sind da ein paar Treiber von den Margen, die dann eben dazu führen, dass der Umsatz mehr wert wird, sodass der Gewinn nicht nur durch den Umsatz steigt, sondern halt auch durch die Margen. Wenn wir uns jetzt mal die Multiples angucken, also wenn wir zur Bewertung gehen, dann sehen wir, dass anhand jedenfalls des bereinigten KGVs Amazon langfristig gesehen immer günstiger wird. Wir nehmen auch das bereinigte KGV für die Bewertung. Man sieht hier,
dass der bereinigte Gewinn allerdings nicht so extrem dynamisch steigen soll, wie wir es von anderen Tech-Giganten sehen. Das heißt, dass wenn wir hier eine Überbewertung hätten, dann würde sich relativ langsam abbauen. Aber weil wir jetzt ja hier deutlich unter dem 10-Jahres-Schnitt ist, scheint die Aktie schon tendenziell günstig bewertet zu sein. Gucken wir mal, was der faire Wert ausspuckt. Und dann nehmen wir den bereinigten Gewinn. Ich blende hier nochmal ein, sieht dann so entsprechend aus. Sieht man hier den Corona-Crash und wie auch der Gewinn zurückging. Jetzt sehen wir aber hier, dass wir ein neues Allzeithoch beim Gewinn haben. Wenn ich den fairen Wert hier einblende, den Gewinn rausmache und ich nehme einen Dreijahreszeitraum, das habe ich bei den anderen Tech-Aktien auch gemacht. So als Daumenregel finde ich, kann man das machen, gerade bei den Tech-Aktien. Da spielen dann die Multiples von vor 10, 9, 8, 7 Jahren nicht mehr unbedingt die Rolle, sondern eher die jüngere Vergangenheit. Haben wir bei 3 Jahren quasi den Corona-Crash drin. Einmal die Höhe hier, dann Corona-Crash und jetzt wieder die Erholung. Finde ich okay. Man sieht ja auch, dass es so weit passt. Und was wir jetzt hier auch noch sehen, das ist, dass die Aktie trotz des Kursanstiegs mit einem KGV von knapp unter 30, bei einem durchschnittlichen KGV von um die 33, immer noch recht günstig bewertet scheint. Fairer Wert liege ja hier bei 215 US-Dollar und der Aktienkurs liegt bei 183 US-Dollar. Von da aus gesehen haben wir ein schönes Aufwärtspotenzial, also kein Korrekturpotenzial, sondern Aufwärtspotenzial. Und zwar mit einer jährlichen Renditeerwartung über die nächsten 2,5 Jahre von um die 18%. Also Amazon zieht zwar den Markt nach oben, den Index, weil die haben ja hier schön zugelegt, 65% vom Tief, aber da ist immer noch Luft drin. Jetzt hat die Aktie auch schon angefangen, ein bisschen zu regieren und ist etwas günstiger geworden. Also so viel zu Amazon. Dann gehen wir mal zu, gucken wir mal, dann gehen wir mal zu Alphabet hier. Alphabet, ganz groß im Werbegeschäft tätig, das wisst ihr ja schon, war lange Zeit eine sichere Bank gewesen, ja, eine schöne fundamentale Entwicklung, haben jetzt auch angefangen, hier Dividenden zu bezahlen, die sehr niedrig ausfallen, 0,1% Dividendenrendite. Auch hier haben wir steigende Margen und steigende Umsätze. Bei Alphabet bin ich allerdings jetzt ein bisschen skeptischer, weil es war eigentlich immer eine sichere Bank gewesen bezüglich Werbegeschäft, was Google, die Suchmaschine, angeht. Jetzt haben wir ja diese KI, was zum einen dazu führt, dass das Nutzerverhalten sich ändert. Ich merke es ja auch an mir selber, dass ich teilweise direkt eine KI frage, ChatGPT oder auch Google Gemini. Das ist auch ziemlich gut. Das Problem ist halt, wie kann Alphabet die künstliche Intelligenz kommerzialisieren? Da gibt es ja mehrere Stoßrichtungen. Zum einen kann man natürlich kostenpflichtige Produkte machen, also Google Gemini, was ja auch schon getan wird, dass Google Gemini Geld kostet, zumindest in der Endausbaustufe. Aber das ist natürlich nicht so ein Business, da steht man natürlich in einem anderen Konkurrenzverhältnis, im richtigen Konkurrenzverhältnis zu anderen Anbietern, wie beispielsweise ChatGPT. Man kann die künstliche Intelligenz in die Suchmaschine bzw. das Suchmaschinenergebnis mit einfließen lassen, was ja auch schon getan wird, mit dieser Search Generative Experience, was bis so weit geht, dass man anstatt die typischen Ergebnisse, die Webseiten darstellen, ganz am Anfang eine durch künstliche Intelligenz generierte Antwort darstellt. Das wird in den USA auch schon getestet. Und das ist aber natürlich die Frage, ja, wo ist da noch Platz für Werbung? Und es gefällt den Webseitenbetreibern dann unbedingt auch nicht so toll, wenn Google jetzt ihre Inhalte ausspielt, anzeigt und die Leute dann nicht mehr auf ihre Webseite gehen. Also das Problem ist, oder diese Herausforderung ist noch nicht gelöst. Und von daher wäre ich mit Alphabet ein bisschen vorsichtiger. Ist allerdings meine subjektive Einschätzung. Jetzt gehen wir mal in die Bewertung rein. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, da sieht man auch, dass tendenziell Alphabet, auch bereinigter Gewinn, günstiger wird. Stellt euch hier eine Linie vor, die hier so nach unten zeigt. Dann gibt es immer mal wieder hier so Spikes nach oben, aber im Prinzip gibt es, das sind ja immer die neuen Geschäftsjahre, dann, wenn neuer Geschäftsgewinn kommt. Und dann gibt es einen neuen Gewinn pro Aktie, der für die KGV-Bestimmung berechnet wird. Und dann sieht man immer wieder,
dass es da quasi günstiger wird. Nichtsdestotrotz, momentan sieht man, dass wir so einen Spike nach oben haben. Was die Analysten schätzen, ist, dass der Alphabet es gelingt, die Herausforderungen zu meistern und auch dann die Gewinne hier dynamisch zu steigern, dass also das KGV dann sich stärker abbaut, als es bei Amazon der Fall ist. Schauen wir mal, was der faire Wert hier sagt. Gehen wir mal auf 3 Jahre hier, 5 Jahre, 3 Jahre. Sieht dann so aus, ändert sich kaum was. Und zoomen mal ein bisschen näher rein. Dann sieht man hier nach dem letzten größeren Anstieg, auch hier eine leichte Korrektur von letzter Woche, aber in Summe ja immer noch stark gestiegen, die Aktie. Können wir hier mal gucken, wie stark die so gestiegen ist. So hat sich ungefähr verdoppelt vom Tief. Und der faire Wert momentan, basierend auf der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres, wäre bei um die 176 Dollar und die Aktie kostet um die 178 Dollar. Also leicht, minimal leicht überbewertet. Wenn wir jetzt mal schauen, was wir für eine Renditeerwartung hätten hier, dann wäre das jährlich über um die 2,5 Jahre, für 2,5 Jahre 9% jährlich. Also etwas niedriger als bei Amazon. Für mich, da ist die Alphabet-Aktie nicht so interessant, weil ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie die mit den Herausforderungen klarkommen bezüglich künstlicher Intelligenz und von der Bewertung her sind sie jetzt auch nicht so, sind sie auch nicht massiv unterbewertet. Insofern für mich weniger interessant. Kommen wir mal zur nächsten Werbeaktie und das wäre Meta. Meta, die haben ja, da gibt es diese Bedrohung, die ich jetzt bei Alphabet sehe nicht. Und die haben, ihr größter Trumpf ist natürlich hier diese Kombination aus Facebook, Instagram und WhatsApp, also ihre ja, Softwarefamilie, mit täglich um die 3 Milliarden Menschen. Das muss man sich mal geben. Und da ist natürlich sehr viel Potenzial noch da, um das Geschäft bzw. den Gewinn weiterhin zu steigern. Was sie machen könnten und was sie auch beispielsweise machen, sind ja auch massive Investments in diese Augmented und Virtual Reality. Das wäre dann dieses Realty Lab, was momentan ja noch Geld verbrennt und auf unbestimmte Zeit Realty Labs Geld verbrennen wird. Sieht man hier in den Margen mit mehreren 100% negativ. Gewinn minus 16 Milliarden war es im letzten Geschäftsjahr. Aber das wird eben alles hier querfinanziert und das ist halt die Vision. Was hier natürlich positiv ist, das ist quasi so eine Art Plus, so wie auch Google die Google Bets hat, also so quasi Vision, die man versucht aufzubauen, auch wenn es kostspielig ist, um später dann zusätzliches Geld zu verdienen. Aber bei Meta liegt halt der Fokus oder die Betonung auf zusätzlich. Es ist nicht notwendig, weil dieses Advertising schon sehr gut funktioniert und da ist ja auch noch Luft nach oben. Ja gut, jetzt heißt es Family of Apps, aber es ist dasselbe. Man kann ja auch WhatsApp noch kommerzialisieren, das wird ja auch getestet. Man kann WhatsApp ja auch weiter ausbauen für Bezahlungen etc. Das geht ein bisschen langsam meiner Meinung nach, aber ich sehe da immer noch auch Potenzial. Lange Rede, kurzer Sinn, sehr solides Geschäftsmodell. Das funktioniert und da ist natürlich dann auch die Bewertung interessant und auch hier sehen wir, dass prinzipiell langfristig gesehen die Aktie immer günstiger wird. Auch hier auf dem Bereich Gewinn. Auch wenn Meta halt schon stark gestiegen ist. Wir können ja hier im Performance-Chart reingehen und es dann auch sehen hier. Die Aktie hat hier trotz Korrektur, so mal gucken, dass wir den letzten Tag hier erwischen. So, hier. Trotz Korrektur Dicke zugelegt. Hier Rendite 400% seit hier Spätjahr 2022. Spätjahr 2022 beim Tief hatte die Aktie, also Meta, ein KGV von unter 7 teilweise. Natürlich schon toll. Wenn wir hier mal schauen, jetzt ungefähr leicht unterbewertet, basierend hier auf dem 10-Jahres-Schnitt vom KGV. Und hier sieht man, wie sich das KGV dann durch weiter steigende Gewinne abbaut, allerdings eher so auf ein Niveau wie Amazon. Bei Alphabet waren die Analysten mit Abstand am positivsten. Gehen wir jetzt mal hier in den fairen Wert rein, machen wir auch mal auf 3 Jahre. Und dann sieht man hier, wenn wir ein bisschen reinzoomen, die ganze Geschichte, sieht man hier auch, dass die
Aktie massiv unterbewertet war und jetzt, wo sie wieder angestiegen ist, sieht man hier, dass sie mittlerweile überbewertet ist. Trotz der jüngeren kleinen Korrektur hier, fairer Wert basierend auf dem laufenden Geschäftsjahr geschätzt, wären dann hier 400 US-Dollar, also ziemlich genau. Aktie kostet jetzt aber 477 US-Dollar. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen jetzt hier, dann sieht man, dass obwohl die Gewinne steigen sollen, die Gewinne sollen steigen hier, deshalb steigt ja auch der faire Wert, aber aufgrund der Überbewertung wäre dann hier die jährliche Renditeerwartung über 2,5 Jahre bei lediglich 3,1%. Und diese 3,1%, ja, du ahnst es schon, die sind zu niedrig. Also hier müsste man dann auch warten bei Meta, bis die Aktie wieder zurückgekommen ist. Sagen wir mal hier, wenn man hier jetzt beim fairen Wert irgendwo einsteigen würde, dann hätte man hier eine Renditeerwartung von 11%. Das wäre natürlich deutlich attraktiver. Also hier bei Meta gegebenenfalls auf den Rücksetzer warten. Man sieht ja hier, vor kurzem gab es auch schon mal so einen Rücksetzer. Da ist die Aktie bis auf 430 US-Dollar. Hier sehen wir es noch ein bisschen genauer. Sogar bis auf, ja, doch 430 US-Dollar runtergekommen. Mal gucken, wie weit sie jetzt runtergeht. Immer hier, ja, ich habe hier auch einen Kauflimit mitgesetzt. Guck mal, genau 400 US-Dollar. Ja, kein Zufall, das kann kein Zufall sein. Gut. Das wären jetzt also die drei Aktien gewesen. Meta, Alphabet und Amazon. Also Amazon habe ich übrigens schon im Depot. Meta habe ich nicht. Die habe ich leider verpasst. Alphabet habe ich auch nicht. Jetzt kannst du natürlich sagen, welche Aktie ist dein Favorit. Und es gibt ja jetzt immer noch ein paar Tech-Aktien, die man theoretisch covern könnte. Broadcom, Tesla und Netflix beispielsweise. Also ich biete gerne an, wir können gerne auch noch die drei Aktien durchnehmen in dem nächsten Video. Zu viele Aktien auf einmal, dann wird das Video zu lang. Kannst ja einen Kommentar reinschreiben, ob das für dich auch noch interessant wäre. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wünsche eine erfolgreiche Börsenwoche. Gucken wir mal, wie es mit dem Nasdaq weitergeht. Und dann bis bald. Ciao.